Hallo. Herzlich willkommen zu den Neuigkeiten am Dienstag. Also in dieser Woche habe ich ein paar coole Projekte fertig bekommen oder halt auch in der letzten Woche. Mega, mega cool. Da werde ich euch heute ein paar davon zeigen und ich denke, das eine Projekt wird für viele von euch mega interessant sein. Ich habe euch in den letzten Neuigkeiten so ein paar Fragen gefragt. Ja, das ist richtig. Und ich habe da so ein paar Abstimmungen gemacht und da gehe ich jetzt noch kurz drauf ein. Ich habe euch nämlich in den letzten Neuigkeiten gefragt, ob ihr auch immer so schusselig seid wie ich und eure Ladekabel immer verschlammt, nicht mehr findet, irgendjemand euch irgendwie wegholt. Das kommt davon, wenn mehrere Leute das gleiche Handy haben. Und da habe ich euch gefragt und der überwiegende Anteil hat gesagt, nö, mir passiert das nicht. Hier fehlt übrigens dieses Klickgeräusch. Ich glaube, da muss jetzt mal ein anderes Geräusch hin. Dann habe ich euch auch noch gefragt, ob ihr das Projekt zum Bohrregal sehen möchtet. Und ich habe mich so ein bisschen verkackt. Ich habe einfach ein Projekt quasi gebaut, was hier nicht richtig reinpasst. Und da habe ich euch gefragt, ob ihr das trotzdem sehen möchtet, wie ich was anderes draus baue. Und das hier war eure Antwort. Plopp. Ja, und jetzt schauen wir uns das noch kurz an. Hier seht ihr das gute Regal. Es ist wirklich alles Massivholz, bis auf hier dieses kleine Stück Multiplex. Ich werde euch in dem Video zeigen, wie man hier diesen schönen Grundkörper baut. Wir werden das Holz herrichten. Wir werden vor allen Dingen auch hier vorne die Blende herstellen. Und der Verschluss, den finde ich ziemlich cool, denn... Na, den könnten wir jetzt noch mal ein bisschen nachstellen, aber der ist, im Grunde ist der sehr, sehr simpel. Da werde ich euch im Video dann auch zeigen, wie ich dann das Ganze gemacht habe. Und was das Ganze noch mal so ein bisschen toppt, sind dann hier diese Halter, die ich noch zusätzlich gebaut habe. Ey, das hätte ich einfach mal früher machen müssen. Das sind einfach Halter, wo man die Schleifköpfe reinmachen kann, ohne dass sie einfach überall rumliegen. Kleiner Fun Fact: Das hier ist übrigens der Schlüssel, mit dem man dann das Ganze festziehen kann, aber der passt hier so perfekt rein, dass man das damit auch tragen kann. Aber auch sowas, ich bin da einfach happy drüber, wenn man sowas hat, wo man mal das ganze Werkzeug reinmachen kann und es auch dann benutzen kann, so dass es Spaß macht. Wie gesagt, super cooles Projekt. Können wir es legen auch dahin, wo es hingehört. Super cooles Projekt, da bin ich mega happy drüber, dass ich doch noch dafür jetzt quasi umfunktioniert habe. Ein Bohrerschrank, der steht weiterhin noch so ein bisschen auf der Liste, aber da muss ich jetzt erstmal noch so ein bisschen in mich gehen. Ich zeige euch mal wieder hier so die Situation in meiner Werkstatt, wo die Bohrmaschine steht und du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was du da so machen würdest. Also es wäre kein Problem, dieses ganze Zeug hier wegzuhängen. Hier wäre Platz, aber es ist halt... Es ist nicht so nah an der Bohrmaschine, aber schreib gerne mal in die Kommentare, wie du hier deine Bohrer aufbewahren würdest. Nur noch so nebenbei, es haben ein paar Leute in die Kommentare geschrieben, so, ja komm, du hast doch hier noch Schubladen, benutz die doch, um da noch ein bisschen Werkzeug reinzupacken, oder halt in dem Fall Bohrer, aber ich finde das nicht so gut. In dem Fall würde ich das nicht machen wollen, das quält mir einfach nicht so gut. Da fällt mir eigentlich gerade noch was spontan ein. Das hier sind alles so die Drechseleisen, die ich nicht benutze. Meistens aus dem Grund, weil sie verschliffen waren und das alles sehr, sehr dickes Material war und man es mit dem Nassschleifer nicht so gut hätte herrichten können. Aber ihr seht gleich meine neue Schärfstation. Und da ist das hier wirklich ideal, um die Schneiden wieder auf Vordermann zu bringen. Dann gehe ich noch kurz, ganz kurz auf das vergangene Video ein, wo ich Klemmbretter gebaut habe. Denn da gab es so ein kleines Missverständnis, also wie ich den Titel verstanden habe und wie die Zuschauer, also du vielleicht am Anfang auch, den Titel verstanden hast. Ich habe Klemmbretter gebaut und da habe ich als Titel reingeschrieben, okay, du hast wenig Zeit für die Werkstatt, dann bau dir doch Klemmbretter. Das war von meiner Seite eher so gedacht, okay, du kommst spät abends heim, weil du berufstätig bist, dann hast du noch eine Familie und dann hast du einfach nicht mehr so viel Zeit für die Werkstatt. Dann ist dieses Projekt ideal für dich, weil es einfach nicht lange dauert. Das coole Arbeiten dabei, du verleibst Holz, du hobelst Holz, du schleifst es, du fügst eine Abrundung noch dran, montierst das Ganze, finisht es und dann hast du einfach ein cooles Projekt an zwei Tagen und das ist ja im Grunde das, so, was das Hobby ausmacht. Du kannst, wenn du heimkommst, kann man da einfach so ein bisschen abschalten. Das war so meine Intention bei der Beschreibung, bei dem Titel von dem Video. Und manche haben mir dann geschrieben, eventuell auch berechtigterweise, ja, wie hast du denn jetzt mehr Zeit davon durch dieses Projekt? Wie gesagt, so habe ich mir das Ganze erklärt. Jetzt wisst ihr aber, was ich mir bei dem Titel gedacht habe.
Dann habe ich aber noch eine Nachricht von meiner neuen Heimat, heißt Ungarn. Ich bin mal ganz ehrlich, mein lieber Philipp, alle werden dir nach dem Mund, ihr seht ja hier den Kommentar. Als allererstes mal danke für deinen Kommentar und dein Feedback. Wie gehe ich da grundsätzlich vor bei diesen Projekten? Grundsätzlich hätte ich es ja selbst dengeln können, aber das ist so das Grundsätzliche, wie ich Projekte aussuche, die ich hier auf dem Kanal halt eben veröffentliche. Manche Projekte versuche ich extra so zu bauen, damit halt mehrere Leute es nachbauen können. Bei manchen Projekten denke ich mir dann, okay, das hier ist jetzt eine absolute Einzelanfertigung, nur ich werde mir das nachbauen, deswegen werde ich es so bauen, wie es einfach für mich am einfachsten geht, aber es am Schluss dann vielleicht nicht für jeden nachbaubar ist. Ideales Beispiel werde ich jetzt zeigen. Ich habe mir hier eine Andrückvorrichtung gebaut, davon gibt es auch ein eigenes Video. Und da habe ich dann im eventuell relativ umständlichen Teil oder langen Teil euch gezeigt, wie man hier unten das Ganze befestigen kann ohne Schweißgerät. Da bin ich einfach danach ausgegangen, okay, das ist ein Projekt für viele Leute. Viele Leute werden das Ding hier brauchen, weil es einfach geil ist. Grundsätzlich baut euch so ein Ding, das macht das Leben wirklich einfacher. Ich habe es schon oft benutzt. Und da habe ich halt extra probiert, das hier ohne Schweißen unten befestigen zu können. Und mir hätte es auch besser gefallen, wenn ich es unten geschweißt hätte. Aber ich habe ja auch so eine gewisse Vorbildfunktion. Und so kann ich einfach mal so auch vielleicht zeigen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Und so gehe ich hier grundsätzlich auf dem Kanal vor. Wenn es jetzt etwas ist, was vielleicht manche nicht nachmachen können, weil sie noch ein bisschen jünger sind, weil sie Maschinen nicht haben, weil sie kein Schweißgerät haben, dann probiere ich jetzt bei so einem Projekt einfach mal was aus, wie man es halt ohne die Maschine hinbekommen kann. Wenn ich jetzt ein Klemmbrett mir bauen möchte und ein Klemmbrett, das kann jeder gebrauchen, das kann jeder in seiner Werkstatt mitholen, um sich seine Skizzen zu machen, dann werde ich es so bauen, damit viele auch was davon haben. Wenn ich mir jetzt ein, was fand ich als Beispiel? Ich glaube, bei dem Kantenschleifer war es auch der Fall. Wisst ihr, ich habe eine Drehbank. Ich könnte eine Drehbank benutzen, aber ich habe mir überlegt, kommt ein Kantenschleifer, ist mega geil. Wenn sich jemand das Ding nachbauen möchte, dann werde ich es halt einfach versuchen, so gut wie möglich so zu bauen, dass man das nachbauen kann. Ich glaube, da habe ich mich die Löcher an der Drechselbank und nicht an der Drehbank gebohrt. Da habe ich zum Beispiel extra meine Drechselbank benutzt, als ich die Löcher gebohrt habe, um zu zeigen, dass es vielleicht auch mit der Drechselbank funktioniert und man nicht unbedingt eine Drehbank braucht. Also nach diesem Schema gehe ich tatsächlich vor. Bei manchen Dingen schaue ich, okay, das ist nur für mich. Das werde ich einfach so bauen, wie es für mich am besten funktioniert. Und bei manchen anderen Dingen denke ich mir, okay, ich mache das jetzt, damit das hoffentlich ein paar Leute nachbauen können und ich so denen ein bisschen helfen kann mit einer coolen Vorrichtung oder mit einem coolen Projekt, dass die einfach das dann auch gut nachbauen möchten und so gehe ich einfach vor. Jetzt zeige ich euch noch meinen Doppelschleifer und da bin ich auch so ein bisschen nach diesem Motiv oder nach der, na ja, ihr wisst, was ich meine, danach bin ich auch so ein bisschen vorgegangen. Ich habe mir einfach überlegt, komm, viele müssen ihre Drechseleisen schärfen und wenn ich jetzt hier auf dem Kanal mir erstmal einen neuen Doppelschleifer für 200 Euro kaufe, dann setze ich so ein bisschen das Zeichen, macht das auch, ohne das bekommt ihr es nicht hin. Und genau aus dem Grund habe ich einfach den ältesten, den ich habe, benutzt und den wieder hergerichtet. Oder auch das Kettensägewerk. Ich habe extra meine kleine Kettensäge benutzt, die viele nachkaufen können oder die viele sich auch leisten können, die es auch noch gibt und nicht so wie meine alte, die gibt es ja schon fast gar nicht mehr so oft. Damit man sich zu Hause, wenn du das siehst und sagst, okay, ich will auch Bretter schneiden, damit ihr einfach seht, okay, das funktioniert damit. Das ist ja auch so in gewissermaßen meine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, manche Sachen einfach mal auszuprobieren und zu testen, ob ihr das dann auch so nachbauen könnt. Ja, das ist meine neue Schärfstation und hier seht ihr jetzt nicht mehr meinen Nassschleifer. Ab sofort werde ich nur noch hier auf diesem Doppelschleifer schleifen. Wie gesagt, das hier ist auch schon dieser alte Doppelschleifer. Da habe ich in dem Video, habe ich auch das Ding einmal abgeschliffen, den Schalter repariert und. Und habe hier auch nochmal eine Maschine hinzugefügt, die als Inspiration für euch vielleicht ganz gut ist, für die Anfänger eventuell auch. Aber ich zeige euch erstmal kurz das System. Wir haben hier einen ganz, ganz einfachen Doppelschleifer. Der ist auch nicht groß, der hat nicht viel, mega viel Power. Wir schärfen damit ja lediglich Werkzeug und dafür muss das Ding nicht so mega stark sein. Hier unten, das ist das Coole an diesem ganzen System. Den Doppelschleifer bekommt man quasi für sehr, sehr wenig Geld. Die Scheiben hier, also so eine Scheibe hat 15 Euro gekostet, also auch nicht so viel Geld. Und dann braucht man halt eine Führung. Hier ist halt eben das Coole, dass man dann hier
so einen Helfer sich hier reinspannen kann und kann den halt einfach festspannen und kann dann jetzt zum Beispiel Röhren oder Meißel dran schärfen. Da gibt es halt auch mehrere Zusätze. Und man kann es sich halt einfach so aufbauen, wie man es braucht. Hier an dieser Seite seht ihr eine Schwabbelscheibe, die ist hier drauf montiert, dass man den Grat entfernen kann. Das werde ich im Video auch so ein bisschen erklären, das ist nämlich sehr, sehr wichtig, wenn ihr hiermit eure Werkzeuge schärft, das ist übrigens die Körnung 80, hier weiß ich es nicht, aber wenn ihr hiermit euer Werkzeug schärft, solltet ihr auf jeden Fall den Grat entfernen, weil ihr dann auch eine scharfe Schneide habt und vorher nicht so wirklich. Wenn wir das Ganze jetzt rumdrehen, drehen wir noch einen Doppelschleifer. Und da habe ich mal die Möglichkeit genutzt, hier noch eine Bohrerschärfvorrichtung anzubringen. Damit könnt ihr ganz, ganz einfach Bohrer schärfen. Das funktioniert auch tatsächlich sehr gut. Und hier seht ihr halt eben nochmal, was ich extra fürs Video gemacht habe, damit vielleicht jüngere Drechsler das dann auch sicher nachbauen können. Beziehungsweise sicher benutzen können. Das ist eher der richtige Ausdruck. Ich habe ja gerade gesagt, ihr müsst das abziehen. Und hiermit ziehe ich das Ding jetzt wahrscheinlich meistens ab, aber ich habe extra noch hier diese beiden Abziehscheiben oder Polierscheiben draufgepackt, weil die eben sicherer sind. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie vorsichtig man hier mit diesem System sein muss, denn man holt das Drechseleisen und hält es hier unten dagegen, das ist alles okay, aber wenn man es hier oben dran hält, dann kann es halt echt gefährlich werden, speziell wenn man direkt mittig davor steht und das Ding dann, das Werkzeug nach oben fliegt. Das habe ich in dem Video zum Beispiel auch ganz, ganz klar gesagt und habe auch aus dem Grund noch das langsam drehende System hinten drauf gepackt, dass man halt einfach damit auch noch sein Werkzeug abziehen kann. Das ist auch wieder so ein Punkt, der war mir sehr, sehr wichtig. Das Coole an diesem System ist halt, dass es zuallererst mal ein bisschen aggressiver ist, aber nicht so aggressiv, dass ihr unnötig viel Schneide verschleißt. Ihr habt ja halt den Vorteil, dass ihr Werkzeug, was vielleicht nicht mehr so im Schliff ist, schneller wieder in Form bringen könnt. Bei einem Nassschleif, bei einer Nassschleifmaschine braucht ihr da einfach ein bisschen länger und hier funktioniert es ein bisschen aggressiver. Aber mit dem 80er Stein könnt ihr halt sowohl als auch dann auch eine feine Schneide mit herzaubern. Das Projekt wird es bald geben, da werde ich euch zeigen, wie man es baut. Und in einem eigenen Video zeige ich euch dann, wie man alle Werkzeuge daran schleift und wie einfach das geht. Also das hier wollte ich wirklich schon immer mal machen. An dieser Stelle möchte ich mich eigentlich nur bei dir bedanken, dass du so lange im Video dran geblieben bist. Und ansonsten soll es das nämlich für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Ciao.